1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Mittwochnacht, kurz nach 1 Uhr. Herzlich willkommen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wie immer eine freie Nacht, eine freie Themennacht am Mittwoch. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. 0800 220 5050. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Anja. Stimmt, ne? Anja. Und Anja ist 17 Jahre alt, stimmt das? Hallo? Anja meldet sich nicht, aber ich höre sie schon. Hörst du mich nicht, Anja? Machen wir denn da? Wie kommt denn das? Die Anja hört mich nicht. Die Anja hört mich nicht. Ihr Lieben, was machen wir denn jetzt? Die Anja hört mich nicht. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Vielleicht kann meine Regie mal irgendwas zaubern, dass sie die Leitung zurücknehmen und Anja sagen, dass sie dran ist und mir dann die Leitung wieder hier reinschalten. Also, das klappt nicht. Anja, kannst du mich jetzt hören? Ja. Ach, da bist du. Ich rede hier schon und rede und du hast mich nicht gehört, ne? Nein. Nein, aber jetzt hast du. Jetzt haben wir uns und das ist gut. 17 Jahre alt. Stimmt, ne? Ja, genau. Weswegen rufst du mich an, Anja? Oh, ich bin so aufgeregt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Kann ich total verstehen, wäre ich auch. Ich wäre auch total aufgeregt. Aber am besten, das Beste gegen Aufregung ist immer, dass man einfach losplappert und loslegt. Sag mal so ein paar Stichworten den Grund deines Anrufes. Okay, also seit ich 7 Jahre alt bin, habe ich Kopfschmerzen. Und der Ärzte kann keine Diagnose feststellen. Ich bin extra nach Deutschland hergekommen, weil man uns gesagt hat, dass hier die Ärzte besser sind. Ja, woher kommst du eigentlich? Aus der Ukraine. Woher? Aus? Aus der Ukraine. Aus der Ukraine, ah ja. Und wie lange bist du schon hier, oder du und deine Familie? 5 Jahre. 5 Jahre, Ja, und in der Ukraine wurde ich sehr oft untersucht, habe Akupunktur und Massage ausprobiert. Und die Medikamente haben 3/4 meiner Mutters Gehalt gekostet, weil es dort sowas wie Krankenkasse gar nicht gibt. Oh weia, oh weia. Also musste ich meine Freunde und mein früheres Leben zurücklassen, um fast von vorne zu beginnen. Ja. Ich musste neue Sprache lernen und neue Freunde finden. Dann war ich bei vielen Ärzten in vielen Krankenhäusern und blieb zweimal für 2 Wochen stationär in der Kinderuniklinik in Kiel. Und als ich entlassen werden musste, kamen 7 Ärzte in mein Zimmer rein. 7? Ja. Haben mir gesagt, dass sie nichts außer höheren Blutdruck feststellen konnten. Und als ich sie gefragt habe, wie ich weiterleben soll, hat mir der Chefarzt, also er hat mich mit einem geistig zurückgebliebenen Mädchen verglichen, das im Rollstuhl saß und die ganze Zeit geschrien hat. Und dann hat er mir gesagt, ja, siehst du, dir geht es doch viel besser als ihr. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was ich alles, also was ich und meine Mutter alles durchmachen mussten, ja, damit wir diesen klugen Satz von diesem gefühlsvollen Mann hören. Ja, und jetzt bin ich ganz sauer, ich muss jetzt auch eine Psychotherapie machen und ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern, deiner Mama? Ja, bin ich. Ja, und sind deine beiden Eltern jetzt auch mit in Deutschland? Nur meine Mutter. Nur also, die Mutter. Meine Mutter ist mit meinem Vater geschieden, seit ich 2,5 Jahre bin. Woher kommst du aus der Ukraine? Aus Charkow. Aha, das sagt mir jetzt nicht so was. Ich hatte nämlich gerade so eine seltsame Gedankenverbindung. Ist das irgendwie in der Nähe von Tschernobyl? Ja, das ist es. Das ist es. Kann es da irgendeinen Zusammenhang geben, dass das noch mit der damaligen Atomkatastrophe zusammenhängt, deine Krankheit? Ja, also einige Ärzte haben es hier vermutet, aber die Ärzte in Ukraine haben gesagt, das stimmt nicht. Dann könnten doch alle so krank sein wie ich. Naja, so einfach ist die Gleichung manchmal nicht, ne? Also wenn ich bekomme hier gerade einen Hinweis, Anja, entschuldige mal bitte. Ja. Das TV hat ein Tonproblem und ihr könnt die Anrufer nicht hören. Das ist aber sehr traurig. Aber da können wir nichts machen. Wir bitten um Entschuldigung. Das heißt, wir können schon was machen. Im Hintergrund wird jetzt gebastelt. Ich kann im Moment nichts machen. Wir müssen einfach hier in der Sendung weitermachen. Okay.
Im Radio kann man uns hören, also wer eins live empfangen kann, kann ja vielleicht den Radioton einstellen, dann könnt ihr auch meine Anrufe hören. So, Anja, jetzt hast du alles hinter dir und bist so klug als wie zuvor. Ja. Weiß nicht, was los ist und die Kopfschmerzen sind nach wie vor so stark wie vor 10 Jahren, kann man das sagen? Also eigentlich nicht. Früher hatte ich sie nicht jeden Tag und ich hatte auch irgendwelche Pausen. Mhm. Und jetzt seit 3 Jahren habe ich Kopfschmerzen ohne Pausen. Mhm. Also die werden manchmal stärker, manchmal sind sie nicht so stark. Mhm. Aber ja, manchmal kann ich auch gar nicht einschlafen, deswegen. Ja. Und ich habe auch mehr als 2 Tage gar nicht geschlafen. Ja. Ziemlich oft. Ja. Und ja, ich kann das gar nicht mehr aushalten. Mhm. Gibt es denn Medikamente dagegen? Oder hat man dich jetzt völlig nach draußen entlassen und gesagt, man kann nichts machen? Jetzt lese ich hier gerade, entschuldige, Anne, wenn ich ein bisschen unkonzentriert bin. Der Fehler ist jetzt behoben, alles ist okay, wir bitten euch nochmal um Entschuldigung. Anja, hat man dich ja mit Medikamenten versorgt oder hat man dich ganz allein gelassen? Also früher habe ich ganz viele Medikamente ausprobiert. Mhm. Und hier in Deutschland habe ich solche Medikamente bekommen, die hießen Beta-Blocker. Mhm. Und ich habe damit mehr als 20 Kilo zugenommen, die ich jetzt eigentlich fast abgenommen habe. Ja. Aber die haben mir gar nicht geholfen, außer dass ich die ganze Zeit irgendwie einschlafen musste. Mhm. Fast überall. Und ich war so müde und konnte kaum reden. Mhm. Und ja, aber so, die haben nur den Blutdruck gesenkt, aber sonst haben die mir gar nicht geholfen. Kannst du diesen Kopfschmerz mir vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher beschreiben? Ist der Schmerz ganz oben auf dem Kopf? Ist er im ganzen Kopf? Ist es ein Stechen? Ist es ein permanenter Schmerz? Also manchmal ist es so überall und manchmal ist es nur auf einer Seite. Mhm. Und am meisten sticht es so. Mhm. Und ich frage es jetzt nochmal, die deutschen Ärzte, bei denen du jetzt überall warst, die haben aufgegeben und haben gesagt, wir wissen nicht, was es ist. Es ist vermutlich nichts Schlimmes, aber wir wissen nicht, was es ist. Ja, genau. Aber jetzt habe ich am 28. März wieder einen Termin, aber jetzt bei einer anderen Klinik. Mhm. Und da werde ich nochmal mein Glück versuchen. Ja. Ich würde gerne den Anruf als Chance auch nutzen, unsere Zuschauer zu fragen, ob die vielleicht irgendeine Idee haben. Du hast deine Symptome jetzt geschildert und ein bisschen was von dir erzählt. Vielleicht hat der ein oder andere doch auch noch einen Hinweis, wo es eine Kapazität gibt oder welche Uniklinik oder welches Institut vielleicht sehr renommiert ist und sich da auskennt. Das würden wir dann gerne an dich weitergeben. Ja. Vielleicht wäre, ja, vielleicht hätte dieser Anruf dann eine gute Wirkung für dich und eine gute Nachwirkung. Ja, danke schön. Ja, hoffen wir das mal und hoffen wir, dass dir geholfen werden kann, denn ich stelle mir das gerade nicht sehr toll vor, wenn man 10 Jahre lang Kopfschmerzen hat. Das ist ja grauenhaft. Ja, und ich wollte mich noch, also mein Freund sitzt gerade zu und ich wollte mich bei ihm bedanken, weil er mich die ganze Zeit so aushalten muss. Ja. Und dass er so tapfer ist. Das ist aber sehr nett. Wie heißt denn der Freund? Sascha. Also schöne Grüße an den Sascha, an den Freund von der Anja. Ne? Ja, gut. Alles Liebe, alles Gute, Anja. Wenn sich bei uns Leute melden, dann werden wir uns wieder mit dir in Verbindung setzen und dich dann informieren, okay? Ja, gut, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Gleichfalls, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, heute haben wir wie immer mittwochs eine freie Themennacht, aber morgen ist eine Themennacht. Und ich möchte euch jetzt schon mal das Thema sagen. Das Thema heißt Transplantation und Organspende. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die transplantiert sind oder die auf eine Transplantation warten. Würde gerne mit euch auch über Organspende sprechen. Vielleicht mit dem einen oder anderen, der einen Organspendeausweis hat. Vielleicht auch mit jemandem, der einen Angehörigen verloren hat, der Organspender war. Wie ihr damit umgegangen seid. Und es gibt ja auch Leute, die Gegner sind der Organspende, die auch ihre Gründe aufführen können. Vielleicht mag sich der eine oder andere auch melden und wir können darüber sprechen. Also Transplantation und Organspende, das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch per Mail heute schon anrufen unter domian@wdr.de oder halt morgen dann in der Sendung anrufen oder eine Stunde vorher. So, weiter geht es jetzt mit Alice. Und Alice ist wie alt? 24. Hallo Alice. Ja. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Da kracht gerade im Hintergrund was um. Nein, das war nur die Tür. Das war die Tür. Alice, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich seit 2 Jahren einen deutschen Freund habe. Ich selbst bin Türkin. Ja. Und meine Eltern haben das halt vor kurzem rausbekommen, dass ich mit
dem Deutschen halt zusammen bin. Ja. Und die sind halt dagegen. Und die haben mich jetzt halt, die haben mir ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, entweder er oder wir. Das heißt, wenn ich weit bin, ich mich für den Deutschen entscheide, also für meinen Freund, dann verstoßen die mich. Also möchten die mit mir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist die Liebe stark genug? Mhm. Weil ich liebe ihn, klar, aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist. Mhm. Ob die so stark ist, dass ich das nicht bereue. Mhm. Irgendwann, weil ich kann mich ja nicht so unter Druck setzen von meinen Eltern, weil Lass mal von vorne anfangen. Du hast es erstmal heimlich die Beziehung laufen lassen. Genau, weil du schon wusstest, dass die da eher die Nase rümpfen, wenn du mit einem Deutschen ankommst. Genau. Ja. Wie ist es dann rausgekommen? Hast du es denen gesagt oder hat man es irgendwie? Nein, die haben mich erwischt. Die haben dich erwischt. Und da war das große Donnerwetter da, oder wie? Ja, das kann man so sagen. So, wie erklären, ich meine, das muss man ja auch begründen als Eltern. Du bist ja eine erwachsene junge Frau, da kann man das ja nicht einfach so bestimmen. Wie begründen Sie das? Er ist ein Deutscher, ist kein Türke. Also das ist der einzige Grund. Das ist die Religion. Mhm. Auch. Und er ist kein Türke und das wird nicht klappen und das ist eine Schande für unsere Familie. Mhm. Haben Sie denn ihm mal eine Chance gegeben und haben sich immer angeguckt? Auch nicht. Nein, mein Papa hat nur mit ihm telefoniert und hat ihm klipp und klar gesagt, er soll die Finger von mir lassen und mich in Ruhe lassen. Und wenn er rausbekommt, dass wir noch weiter in Kontakt haben, dass es dann halt Krach gibt. Nur, wir haben halt heimlich noch weiter in Kontakt. Das ist meine Eltern halt nicht. Wir treffen uns. Was heißt denn, lass mich fragen, was heißt denn Krach bekommt? Weiß ich nicht. Ich frage auch gar nicht nach, weil ich mich gar nicht traue, da mein Vater... Du hast Angst, dass da was Schlimmes unter... Also, dass es nicht nur eine verbale, eine mündliche Auseinandersetzung sein könnte. Könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir halt nicht sicher, weil mein Papa darf ja auch nicht wissen, dass ich das weiß. Mhm. Weil er denkt ja, ich habe keinen Kontakt zurzeit zu ihm. Naja. Mhm. Mhm. So, jetzt bist du mit dem Freund seit 2 Jahren zusammen und ihr liebt euch sehr. Genau. Ja. Mhm. Die Frage ist jetzt, also er hat mir halt gesagt, er hat eine eigene Wohnung. Mhm. Und hat mir halt vorgeschlagen, dass ich zu ihm ziehen könnte. Mhm. Nur die Familie jetzt ganz zu verlassen, ist halt ein großer Schritt. Wie ist denn die Position deiner Mutter? Ist die ein bisschen liberaler, ist die toleranter als dein Vater? Oder denkt die genauso hart? Genauso. Genauso hart. Und du hast bestimmt Geschwister auch, ne? Ja, 2 Brüder, aber jüngere. Und der eine ist jetzt 19, der nach mir kommt, der andere ist 14. Und der 19-Jährige zum Beispiel hat auch eine Freundin und da sagen meine Eltern beispielsweise gar nichts. Eine deutsche Freundin? Ja, aber er hat ja gesagt, das ist halt nur so, das ist eine feste für Heirat oder so, das ist so eine Jugendliebe und da sagen meine Eltern nichts, weil ich habe feste Absichten und ich als Mädchen sowieso keinen Freund haben. Also es geht, du darfst als Mädchen überhaupt keinen Freund haben, eigentlich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ein türkischer Junge gewesen wäre, dann müssten wir uns im Prinzip auch schon entschließen zu heiraten. Ja. Bei meinem jetzigen Freund steht das gar nicht zur Diskussion mit Heirat. Also wenn du einen türkischen Freund hättest und ihr nicht heiraten würdet wollen, erstmal, würde der Haussegen auch schief hängen. Richtig. Mhm. Ach Alice, ich habe so oft von diesen Geschichten schon gehört. Ja, und bin wirklich in der Tat immer ganz, ganz verzweifelt, weil ich weiß natürlich, wie wichtig Familie ist und wie wichtig ein Mama und Papa sind. Aber ich weiß natürlich auf der anderen Seite auch, dass man seinen eigenen Weg gehen muss und dass man sich nicht von Mama und Papa, auch wenn man die noch so lieb hat, diktieren lassen darf, was das Beste für einen ist. Das musst du selbst entscheiden. Sie wollen zwar dein Bestes, ja, von ihrer Warte aus gesehen haben sie auch recht, aber da ist deine Warte wichtiger und dein Leben ist wichtiger. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, ich weiß, diesen Schritt wagen. Es ist nur weil wenn ich einmal weg bin, bin ich für immer weg. Ja, also das ist eine sehr, sehr große Frage, weil dann brichst du nicht nur mit der Tradition und du brichst mit der ganzen Familie und du verlierst deine ganze Familie, was schlimm ist. Ich bin auf der anderen Seite aber auch immer so entsetzt, dass man aber auch überhaupt nicht mal reden kann. Wenn jetzt deine Eltern gesagt hätten, okay, eigentlich passt das nicht so in unseren Kram rein, kann man ja auch verstehen. Aber wir gucken uns den Jungen mal an. Vielleicht ist das ja ein anständiger Kerl und dann können wir uns damit abfinden. Das steht gar nicht zur Diskussion, da kriege ich die 5 Finger ins Gesicht, wenn ich da denen so einen Vorschlag mache. Ich habe hier schon mit türkischstämmigen Mädels gesprochen, die den Weg gegangen sind, den du überlegst. Die haben gesagt, nein, wir stehen zu uns und zu unserer Liebe und zu unseren Freunden und wir lassen die Familie hinter uns. Aber ich weiß, was für ein harter Schritt das ist.
Ist es denn danach mit der Familie gut gegangen? Wie war das denn bei denen? Ich kann nicht in den Köpfen meiner Eltern schauen. Ich weiß nicht, ob die das wirklich durchziehen oder ob die nach ein paar Jahren sagen, ja okay, es ist unsere Tochter. Ja. Weil ich lebe ja immerhin weiterhin in der Stadt, wo die auch leben. Mhm. Nur ich weiß auch nicht, wenn ich diesen Schritt wage, wenn ich... Die Geschichten, die ich hier gehört habe, da waren die Eltern schon sehr hart und sind auf ihrer Meinung geblieben. Ich habe ja selbst auch immer noch die Hoffnung, dass die Eltern irgendwann dann doch denken, na gut, uns liegt das Glück des Mädchens am Herzen, es wird so glücklich und wenn dann vielleicht auch irgendwann mein Enkelkind da ist, dann weichen vielleicht die Sperren dann doch auf. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber lass uns über die Alternative reden. Die Alternative wäre, du würdest dich den Vorstellungen deiner Eltern unterwerfen. Was bedeutet das denn dann für dich und dein Leben? Ja, das Problem ist, meine Eltern sind halt sehr locker drauf, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir haben eigentlich nur Verwandte in der Türkei. Mhm. Kaum hier eigentlich. Mhm. Und ich habe auch mit türkischen Jungs so auch überhaupt gar keinen Kontakt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen, denn wenn ich irgendwann mal heiraten sollte oder überhaupt wieder einen Freund haben würde, ich weiß nicht mal, es wird garantiert wahrscheinlich dann auch wieder kein Türke sein. Mhm. Und dann denke ich mir dann, ich kann ja auch nicht verheiratet werden. Mhm. Ich könnte ja im Prinzip denen nie das bieten, was sie eigentlich haben wollten. Das heißt, wie du es auch denkst und wendest, wenn du im Sinne deiner Eltern dich verhalten würdest, würde das dein Unglücklichsein bedeuten? Genau. Ganz definitiv, ne? Ganz definitiv. Nur, wie gesagt, ich bin natürlich auch an meinen Eltern. Ja, das ist halt klar. Die Sache. Und ich weiß nicht, ob das, ob unsere Liebe so stark ist, dass sie auch ein paar Jahren noch hält. Und wenn die dann halt nicht hält, dass ich dann keinen Freund habe und auch keine Familie. Mhm. Ich bin mit einer türkischen Familie sehr eng befreundet. Und da war vor einigen Jahren das ähnliche Problem. Und da waren die Eltern auch erstmal skeptisch und und haben gesagt, dass sie es eigentlich gerne anders hätten wollen. Aber die haben dann, nachdem wir alle mit denen gesprochen haben, haben dann gesagt, okay, wir gucken uns mal den Mann an, den jungen Mann. Und da ist es gut gegangen. Dann war der junge Mann zu Gast bei der türkischen Familie. Und heute sind die alle ein Herz und eine Seele. Und der eine respektiert die Religion des anderen genauso wie umgekehrt. So sollte es eigentlich sein. Das Problem jetzt bei mir ist es halt auch, dass meine Eltern auch nicht wissen, dass er gar nicht mehr zu Hause wohnt. Mhm. Und dass wir auch nicht nur noch Händchen halten. Mhm. Und das Problem ist, wenn die das auch irgendwie rausbekommen würden, dann wird sowieso Ärger bekommen. Mhm. Da wird er Ärger bekommen, genauso wie ich. Mhm. Fatal. Ein Dilemma ist das. Dennoch, Alice, glaube ich, dass die Richtung hast du eigentlich gerade selbst formuliert. Auch wenn du dann mit deiner Familie wahrscheinlich erstmal über Kreuz bist und gebrochen hast, wird das dein Weg sein, den du gehen musst. Wenn du dein Glück willst. Wenn du deine Selbstbestimmung willst. Und ich glaube, die willst du, so wie ich dich ja schon kennengelernt habe. Ja, klar. Ja. Ich bin ja auch alt genug. Ich bin 24 Jahre. Natürlich, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Na? Ja, natürlich nicht. Aber du hast halt mit den schlimmen Folgen wirst du erstmal leben müssen. Und das ist schlimm und bedauerlich. Und da kann man nur hoffen, dass deine Familie sich irgendwann doch vielleicht dann... Vielleicht haben ja auch meine Eltern recht, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann es ja auch sein, dass es nicht klappt mit ihm. Mhm. Weil er zum Beispiel, wenn wir über Kinder sprechen, er wird nie unser Kind türkisch taufen lassen. Mhm. Deswegen rede ich auch noch gar nicht über Kinder. Nur ich hätte jetzt Angst, da beispielsweise, ich würde Schluss machen, ich würde einen türkischen Mann kennenlernen. Er wird ja wissen, dass vorher was gelaufen ist. Mhm. Und dann diese Blamage... meinen Eltern? Aber Alice, auch das finde ich okay, wenn derjenige dann erfahren würde, dass da was gelaufen ist. Nee, die Eltern wollen ja in Hochzeitsnacht ein rotes Tuch sehen. Ich weiß, ja, ich weiß. Aber mittlerweile leben wir im 21. Jahrhundert. Und da sollte man vielleicht auch ein bisschen sich an die Gepflogenheiten, die jetzt zählen, sich anpassen. Und auch die Frauen ernst nehmen. Und die Frauen eben auch respektieren. Wir haben heute Frauentag. Wir hatten heute Frauentag. Im Prinzip ist das ein tolles Thema, dass du heute dazu anrufst. Das bedeutet Selbstbestimmung der Frauen und der Mädels. Und wenn ihr euren Sex leben wollt, dann habt ihr auch ein Recht dazu, euren Sex vor der Ehe zu leben. Finde ich. Ja, natürlich. Das wissen ja die Männer bei uns genauso. Ja, genau. Also Alice, das ist ein schwieriges Problem. Dennoch ist meine Tendenz in die Richtung, geh du deinen Weg und leb du dein Leben.
Ich weiß, dass ich das, ich sage das nicht leichtfertig. Ich weiß, was das bedeutet. Und verbinde das mit der Hoffnung, dass deine Eltern sich mit dir irgendwann versöhnen werden. Ja, oder so. Vielleicht ist es wirklich die einzige, weil es kann ja auch klappen mit meinem Freund. Ich liebe den ja auch. Ja, ja. Und also, weißt du, und selbst wenn es nicht klappt irgendwann, ist es dein Weg gewesen, der dann eben nicht funktioniert hat. Dann wirst du einen neuen Weg gehen. Aber es war kein falscher Weg. So finde ich. Das stimmt. Ja. Liebe Alice, alles Gute und alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das machen unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit dem Bernd und Bernd ist 47 Jahre alt. Hallo Bernd. Ja, hallo. Du hörst mich, das ist schön. Um was geht's bei dir, Bernd? Ich bin in die schlimmste Liebeslage geraten, habe ich das Gefühl, wo so passieren kann. Stopp, ich habe kein Wort verstanden. Lass nochmal. Hörst du mich nicht gut? Ist die Verbindung schlecht? Die Verbindung ist gut, aber ich habe dich akustisch nicht verstanden, von der Sprache her, von der Formulierung. Ach, von der Sprache her? Ja. Okay, ich fange einfach mal an. Ja. Ich habe vor 3 Jahren eine super tolle, bildhübsche, lebenslustige Frau kennengelernt. Vor 3 Jahren, ja. Ja, und dann hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass sie Alkoholikerin ist. Mhm. Und sie macht dieses berühmte Koma trinken, das bis zu 3-4 Tagen durchgehend dauern kann. Mhm. Und wie ich jetzt weiß, schon 10 Jahre lang. Mhm. Und inzwischen, dann während diesem Trinkprozess passieren so fürchterliche Sachen, wie man es in keinem Film sieht und wie es nirgendwo zu lesen ist, verwandelt. Ihr wohnt zusammen, um das mal klarzustellen erstmal? Ja. Ihr wohnt zusammen? Mhm. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Was passieren denn da für schlimme Sachen? Ja, sie greift Leute an, sie zerstört Gegenstände, sie demoliert die Wohnung, sie zieht sich aus, tanzt auf dem Tisch und nach so einer Show kriegt sie dann in den meisten Kneipen freie Getränke und so weiter und alle sind wieder Teufel hinter ihr her. Und das alles im Vollsuff? Richtig. Und so ab 3 Promille spricht sie noch ganz normal, so wie mir jetzt gerade. Hast du dich jetzt von ihr getrennt wegen dieser Geschichte, wegen des Alkoholismus oder... Ich schaffe es nicht. Aber räumlich habt ihr euch getrennt. Also die Wohnungen sind getrennt. Richtig, ja. Aber der Unterschied ist keiner. Entweder wir sind bei mir oder wir sind bei ihr. Wie hältst du das denn überhaupt mit jemandem, der so viel säuft? Und trinkst du denn auch ein bisschen mit? Nein, ich trinke überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Mal einen Tropfen nicht. Und sie trinkt auch, wenn sie bei dir alleine, also wenn ihr beiden alleine seid, trinkt sie auch so viel? Nein, zu Hause trinkt sie nichts. Mhm. Achso, nur denn in Umgebung, in Gesellschaft, in der Kneipe? Ja. Ja, weil das auch finanziell ist, sie kriegt ja alles geschenkt und zu Hause müsste sie es ja selber zahlen. Wieso kriegt sie es geschenkt in den Kneipen? Ja, sie geht einfach am Tisch hin, sagt, sie will einen Schnaps und kriegt den anstandslos und Zigaretten und alles, was man so braucht und noch 20 Euro dazu. Och, und dieses Ritual gelingt jedes Mal? Spielend. Wie alt ist sie? 37. Das wundert mich ja sehr, dass das immer wieder so passiert. Gelingt. Wie oft kommt das denn vor? Wie oft? Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Ja, dann kommt sie nach Hause, da tanzt sie noch 10 Stunden. Eine Stunde tanzt sie, dann demoliert sie wieder was, dann tanzt sie wieder, dann will sie aus dem Fenster springen, dann klingelt sie im ganzen Haus. Sachen, die man sich vorstellen kann. Wenn sie nüchtern ist und ihr beide miteinander redet. Eine Traumfrau. Ist sie zugänglich, wenn du ihr sagst, pass mal auf, du bist Alkoholikerin? So wie ich das Wort Alkohol erwähne, ja, in die nächste Kneipe. Bitte? Dann? Die Gleichung ist ja schlecht. Wenn du das Wort Alkohol, dann? So wie sie das Wort Alkohol oder so wie ich das Thema anschneide, ja. Sie geht Zigaretten holen und ist 3 Uhr verschwunden und ruft mich dann erst in der Endphase an, wenn es doch schwierig wird, den Heimweg anzutreten. Das heißt, die will davon gar nichts hören. Die geht dann aus Trotz in die Kneipe, wenn du sagst, wir müssen über den Alkoholismus reden. Sie sagt, sie hat es unter Kontrolle, sie hat da null Problem, sie macht es jetzt noch, bis sie 40 ist und dann hört sie auf. Mhm. Seit 3 Jahren bist du mit ihr zusammen? Ja. Und seit 3 Jahren geht das so? Ja. Hast du das am Anfang nicht gemerkt, dass du sie kennst? Nein, ich habe das erst so nach 2-3 Wochen gemerkt und am Anfang dachte ich mir noch nichts dabei. Nach 3-4 Stunden habe ich gedacht, naja, ist ein normales Fest und jetzt geht sie dann nach Hause, aber dann wird es Abend, dann wird es früh, dann wird es Abend, dann wird es früh und sie kennt die ganzen Kneipen, wo man da rund um die Uhr rumgehen, sie kennt die ganzen Leute und ich bin eigentlich unter Schock.
Als ich dann mal meine Sachen zusammengepackt habe, ja, hat das Ergebnis gehabt, dass sie einmal 4 Monate aufgehört hat und einmal 6 Monate. Immerhin. Immerhin. Und das hat mir große Hoffnung gegeben. Da war es eine Traumzeit. Mhm. Und dann war wieder Rückfall und dann wieder alle 2 Wochen, alle 3 vielleicht. Das Schlimme ist natürlich, wenn ein Alkoholiker nicht selbst erkennt und zugibt, dass er ein Alkoholiker ist. Ich bin für sie zu den anonymen Alkoholiker gegangen, habe sie gebeten, irgendwo mit hinzugehen, aber sie sagt, sie will da überhaupt nichts davon wissen, sie hat alles unter Kontrolle, sie ist hochintelligent. Ja, das sagen die immer. Also sagen ganz viele Alkoholiker, die sagen, ich bin kein Alkoholiker, ich habe es unter Kontrolle und so weiter und sind es im schlimmsten Maße von außen betrachtet und überhaupt. Richtig, und sie hat mich inzwischen voll in der Hand. Ich bin ja ich selber. Das ist das große Problem. Das glaube ich. Ich selber renne von einem Arzt zum anderen und keiner kann mir helfen. Mhm. Weißt du, was die einzige Hilfe wahrscheinlich für dich wäre, wenn du dich radikal von dieser Frau erstmal lossagst. Ja, und wenn du diese Frau radikal weiter in die Gosse absinken lässt. Das ist bei Alkoholikern so, die müssen noch weiter runter, bis sie kapieren, was los ist. Ja, es passieren fürchterliche Sachen. Sie ist ein paar Tage aus dem Fenster gesprungen, hat sie sich den Fuß gebrochen, war sie im Krankenhaus und das gefällt ihr alles. Mhm. Aber interessanterweise hat sie das doch schon beeindruckt, dass du gegangen bist damals. Und, ja. Ne, und wenn sie immerhin ein paar Monate... Zu der Zeit war sie so verliebt, dass das gewirkt hat, aber inzwischen ist der Alkohol wieder wichtiger. Mhm. Ich sage dir, es gibt ja den Begriff der Co-Abhängigkeit. Richtig, wirst du alles kennen. Dass du mit einer solchen Person vor die Hunde gehst, wenn du nicht die Notbremse ziehst. Aber so massiv, dass ich wirklich jetzt mit letzten Versuch nach irgendeinem Strohhalm zu greifen, aber es bietet sich nichts an. Jeder sagt Trennung. Mhm. Aber jetzt höre ich auch noch, wenn ich sie 2 Stunden nicht sehe, dann komme ich in fürchterlichen körperlichen Zustand. Das Problem habe ich auch noch. Ja. Also, das heißt, im Prinzip brauchst du Hilfe. Du brauchst Hilfe, dich von dieser Frau zu trennen. Richtig. Ich habe erkannt, dass das ein Fass ohne Boden ist und dass es total sinnlos ist, alles, was man da helfen will und tun will. Wobei das schon sehr viel ist, dass du das so rational zumindest erkannt hast. Das ist schon ein weiter Schritt, finde ich. Es gibt viele, viele Angehörige von Alkoholikern, die noch nicht so weit sind. So weit bist du schon mal. Aber mir hilft überhaupt nichts. Ich komme in fürchterliche Zustände. Mhm. Ich komme jetzt langsam mit meinem Leben nicht mehr klar. Wärst du denn für dich bereit zu sagen, okay, ich hole mir jetzt eine Hilfe von außen, Hilfe von einem Therapeuten? Da bin ich sehr bereit. Dann würde ich dir das ganz dringend empfehlen. Weil die gedankliche Klarheit ist schon da. Du brauchst jetzt nur einfach die emotionale Unterstützung von einem Fachmann. Ja, ich war jetzt schon 5x4 Stunden bei einem Psychologen, aber es bringt nichts. Bist du beim Falschen? Richtig. Bist du beim Falschen, finde ich. Ich finde, du musst dir einen guten Psychologen suchen. Wir werden dir gleich mal versuchen, im Rahmen unserer kleinen Möglichkeiten dir ein bisschen behilflich zu sein. Das wäre ganz toll, weil in schwersten Depressionen bin ich jetzt gelandet. Mhm. Was ich mit Tabletten versucht habe, aber das hilft überhaupt gar nichts. Mhm. Da wird alles noch viel schlimmer. Ich bin total verzweifelt. Ja, du gehst mit vor die Hunde. Ich sag das nochmal, wenn du nicht jetzt radikal was machst. Ja, ich stehe 24 Stunden bereit, bis der Hilfeanruf kommt, dass sie wieder irgendwo am Gehsteig liegt oder irgend sowas und dringend ich in 10 Minuten da sein muss. So hart das klingt, das klingt wirklich unglaublich hart, dann muss man sie auf dem Gehsteig liegen lassen. Du musst sie liegen lassen. Ja, und da habe ich das Problem damit, da passieren dann fürchterliche Sachen. Dreimal ist sie schon vergewaltigt worden. Es passieren dann fürchterliche Sachen. Ich verstehe. So, und jetzt machen wir. Das tut natürlich unheimlich weh, wenn man einen Menschen so liebt. Es kommt noch dazu, dass sie alle Beziehungen bisher 1000-mal übertrifft. Sie hat mich voll im Griff. Mhm. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Und meine Psychologin, die heißt Anja heute Nacht, die ruft dich an. Und sie wird dir einige Tipps geben und ihr könnt noch weiter in Ruhe reden, wie du jetzt weiter vorgehen sollst. Einverstanden? Okay, da freue ich mich. Bernd, dann wünsche ich alles Gute und gutes Gelingen und toi toi toi. Okay. Tschüss. Okay. So, meine Lieben, jetzt ist eine gute Zeit, 1:35 Uhr, 17 Sekunden für eine kleine Postecke.
Vielleicht werdet ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen hat mir jemand geschrieben und mich mir vorgeworfen, dass ich mit schwulen, homosexuellen Leuten so nett bin und so freundlich und die eigentlich irgendwie bevorzuge hier. Jetzt will ich euch mal was vorlesen, will das gar nicht weiter groß kommentieren, dann könnt ihr euch euren eigenen Reihenlauf machen. Uwe, 35, schreibt, hallo Domian, ich muss sagen, du misst mit zweierlei Maß, wenn es ums Fremdgehen geht. Wenn Frauen fremdgegangen sind, redest du mit ihnen ruhig und sachlich in einem normalen Tonfall. Wenn allerdings Männer fremdgegangen sind, da überschlägst du dich fast und verurteilst sie aufs Schärfste. Du gehst mit Männern härter um als mit Frauen. Du misst definitiv mit zweierlei Maß. Soweit Uwe. Dann der Rainer aus Neuwied schreibt, hallo Domian, ich finde es nun wirklich blöd, dass du mit Männern in der Regel freundlicher umgehst als mit Frauen. Da stellt sich mir immer so ein Kumpelton bei dir ein. Selbst wenn sie 50 Mal ihren Frauen fremdgegangen sind, behandle doch ganz einfach alle Menschen gleich. Männer sind nichts Besseres als Frauen. Tja, wem soll man es da recht machen? Dann schreibt die Margot aus Salzburg. Hallo Domian, ich habe mit großer Anteilnahme deine Sendung Montagnacht gehört. Mir hat besonders der Mann leid getan, der wegen seiner schweren Krebserkrankung aufgegeben hat und sich auch keine weiteren OP oder Chemotherapie mehr unterziehen möchte. Man kann sicher in so einem Fall nicht schnell urteilen, und du hast es ja auch nicht getan, und man muss die Worte wägen. Ich für meine Person habe Respekt vor Menschen, die eine solche Entscheidung treffen. Vielleicht will man wirklich irgendwann nicht mehr, vielleicht sind wirklich irgendwann die Schmerzen zu groß, und vielleicht ist wirklich manchmal der Tod besser für einen Menschen als sein Restleben. Und ebenfalls zu diesem Fall schreibt Kai, ich finde, der Anrufer sollte seine Entscheidung unbedingt mit einem guten Palliativmediziner besprechen, sodass er seine letzte Zeit ohne Schmerzen und in guter Betreuung erleben kann. Ich fand den Mann überaus nett, sehr nett sogar, und habe wie gebannt vor dem Fernseher gesessen und ihm zugehört. Ich wünsche ihm ganz viel Kraft. So, und dann habe ich noch eine Mail von drei Jungs, deren Namen nicht auf der Mail steht, aber hier steht, hi Domian, wir sind drei Freunde, die oft bis in die Nacht hinein an ihren Autos basteln. Und dabei läuft fast immer das Radio und wir hören eins live. Vorige Woche Freitag war deine Show absolut super. Wir haben uns über die Frauen schlapp gelacht, die ihren Männern Ananassaft geben, damit ihr Sperma besser schmeckt. Was für Probleme die Mädels doch haben. Wir sind der Meinung, je bitterer, desto kerniger. Ein richtiger Kerl schmeckt doch nicht süß. Ende unserer Postecke. Und jetzt geht's weiter mit dem Christian. Und Christian ist 24 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir, Christian? Also, ich liebe Windeln. Du liebst Windeln? Jawohl. Du bist ein Windelfetischist. Sozusagen, ja. Ja. Habe ich lange keinen mehr in der Sendung gehabt. Fällt mir gerade so ein und auf. Wie lange? Gibt es Leute, die auch bei dir anrufen? Bitte? Gibt es solche Leute, die auch bei dir anrufen? Klar. Also, habe ich noch nie gehört bis jetzt. Ich höre auch mal sehr oft zu. Ja, aber in der Tat schon sehr lange nicht mehr. Mhm. Seit wann hast du diesen Spaß daran? Oh, seit ich 16 Jahre alt bin. Und wie kam das? Wie hat sich das ergeben? Wie hast du es bemerkt? Also, ich habe früher gerne auch als Kind Windeln getragen und musste irgendwann gezwungenermaßen von meiner Mutter halt, wurden mir die Dinger abgenommen, durfte ich dann nicht mehr. Mhm. Und dann hatte ich dann damals einen Bekannten, dem sein Vater lag im Altersheim und der hatte auch eine Inkontinenz. Ja. Und musste also Windeln tragen. Und ich habe ihn halt auch sehr oft besucht. Ja. Und ich fand das auch sehr interessant, halt dieses Anlegen und so weiter, wie das die Schwestern immer gemacht haben, bis ich mir irgendwann mal eine mitgenommen habe von denen, die da rumlagen, und habe das dann zu Hause auch mal ausprobiert. Mhm. Und fand das eigentlich sehr angenehm und sehr praktisch. Und seitdem trage ich sie halt, wann ich mal kann. Also du trägst sie nicht immer? Ich trage sie nicht immer, nein. Ja, das Ganze hat ja sicher auch eine sexuelle und erotische Komponente, ne? Richtig. Ja.
Kannst du die mal ein bisschen näher beschreiben und erklären? Also wenn ich Windeln trage oder auch, ich bin ja auch viel im Chat und im Forum unterwegs, und da es turnt mich sehr stark an, wenn ich Windeln, andere Leute, erwachsene Leute in Windeln sehe, oder wenn ich selber welche anhab. Also es ist sehr erotisch für mich selber. Also es ist so autoerotisch, selbst erotisierend, wenn du die Dinge anhast. Richtig. Nutzt du die denn auch dafür, wofür sie eigentlich da sind? Machst du da auch, ja. Machst du da Pipi rein? Beides. Beides? Jawohl. Und das ist dann auch noch erotisch? Das finde ich auch sehr erotisch. Ah, ja. Ich trage sie dann auch zum Teil, wenn es sein muss, so lange wie es geht. Es kommt auch vor, dass ich die Dinger dann 6, 7, 8, 9 Stunden anhab. Ja, das wollen wir uns jetzt gar nicht im Detail vorstellen, die wir nicht da drauf stehen. Dann, wer weiß das? Hast du das deinen Freunden erzählt, deiner Umgebung? Also, meine Freundin weiß das. Ach, du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Ja, und wie geht die damit um? Am Anfang war es nicht so ihr Ding. Ich habe es ihr, wir sind jetzt 2 Jahre zusammen, ich habe es ihr so circa nach 3 oder 4 Wochen habe ich ihr das erzählt. Und sie sagte, okay, am Anfang. Und dann habe ich es auch erstmal etwas runtergeschraubt, habe es nicht mehr so oft gemacht. Und dann kam sie irgendwann von ganz alleine um die Ecke und hat sich dann noch mit mir darüber unterhalten. Und jetzt mittlerweile nach 2 Jahren ist das kein Thema mehr. Sie zieht sie mir auch zum Teil an. Ich kann auch damit durch die Wohnung laufen und was weiß ich was alles. Also mittlerweile ist es kein Problem mehr. Es gehört so zum Alltag eigentlich dazu. Gehört es auch zu eurer Sexualität dazu? Nein. Das nicht? Meine Freundin steht da nicht drauf. Überhaupt nicht. Das heißt, wenn du mit deiner Freundin schläfst, dann ist die Windel weg. Richtig. Aber immerhin hast du eine Freundin gefunden, die damit doch relativ offen und tolerant umgeht. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass du auf eine Frau triffst, die sagt, komm, lass mich mit dem Schweinkram in Ruhe. Oder genau. Mit dem perversen Zeug, je nachdem, wie jemand drauf ist. Kann ja sein, dass jemand so reagiert. Richtig. Das ist ja schon mal ein gutes Glück. Wer weiß es denn noch außer deiner Freundin? Mein bester Kumpel weiß es noch. Ja. Und von meiner Freundin, die Schwester, die weiß es auch. Ja. Und ansonsten keiner. Ja. Wenn du dann im Chat mit Leuten redest, ist das nur so ein Erfahrungsaustausch oder würdest du dich ganz einfach mit jemandem mal treffen, der genauso gepolt ist wie du und dass ihr da eure Windelspielchen betreiben könntet? Ich würde es gerne mal machen, aber die Feigheit ist doch etwas stärker. Die Feigheit oder eben auch deine Überlegung, ich bin in einer Beziehung und dann geht es nicht? Nö, die Beziehung spielt in der Hinsicht eigentlich keine Rolle. Ach, das heißt, ich würde es gerne machen, aber ich traue mich halt nicht, diesen Schritt zu gehen. Warum nicht? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mich auf der anderen Seite erwartet. Und das würde deine Freundin auch hinnehmen, wenn du dich mit jemandem treffen würdest, der auch so gestrickt ist? Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ja, aber der Gedanke ist irgendwie schon da. Es ist schon irgendwie was Verlockendes. Richtig, ja. Das müsste dann eine Frau sein oder ein Mann? Ist das egal? Das wäre in der Hinsicht eigentlich egal. Das wäre egal, ach so. Jawohl. Das heißt, da würde auch eine sexuelle Geschichte ablaufen, wenn da ein Mann wäre, mit dem du diese Windelgeschichten machen kannst. Ja, es wäre natürlich halt eine Frau lieber, aber wenn es ein Mann wäre, würde das auch gehen, ja. Wobei du sonst eigentlich nicht bisexuell bist, oder doch? Ich bin auch ein wenig bisexuell. Ach so, ja, okay, dann kann man das natürlich so erklären. Wie groß ist dein Verbrauch von den Dingern? Also ich brauche so für 2 Monate brauche ich ein Paket, da sind 30 Stück drin ungefähr. Ja, was kostet so ein Paket? Die Kosten, also die ich jetzt im Moment habe, so ein Paket kostet 22 Euro. Ja, naja. Was natürlich ein bisschen befremdend ist, man kann ja bis zu einem gewissen Punkt kann man ja sagen, okay, gut, wenn der sich gerne Windel anzieht und das irgendwie geil findet, kann ja sein. Aber ein bisschen seltsam ist das, was du gerade gesagt hast, dass du da eben auch reinmachst und eben alles reinmachst. Das ist dann schon für uns Stinknormales sehr schwer nachzuvollziehen, dass das dann... Ja, da bin ich schon auf viele Kritik gestoßen. Was heißt Kritik? Ja, ich kritisiere das nicht, das ist ja dein Ding, ist mir ja wurscht, aber... Es ist so schwer nachzuvollziehen, weißt du? Ja, klar. Kann man auch wahrscheinlich gar nicht erklären. Das ist halt, du bist so gestrickt und gut, ne? Richtig. Was wäre dein Traum so in dieser Beziehung? Gibt es da noch, hast du da so Fantasien, was vielleicht noch eine Steigerung wäre?
Ja, also eine Steigerung wäre, oder mein Traum ist eigentlich bis jetzt immer noch, dass ich irgendwann mal mit meiner Freundin zusammen, dass sie eventuell auch mal irgendwelche anzieht und wir mal zusammen in Windeln Sex machen können. Ach so, ah ja. Das ist also eine Fantasie und ein Traum, der bis jetzt halt noch nicht geklappt hat. Aber wahrscheinlich ist der Zug abgefahren, ne? Dass deine Freundin das geklärt hat für sich und sie das nicht möchte. Sie sagt es zwar immer, aber sie sagt auch immer im nächsten Atemzug, sie überlegt sich das, vielleicht könnte es irgendwann ja mal passieren, aber jetzt halt im Moment gerade nicht, weil sie halt auch noch ein bisschen sich da Gedanken drüber macht und so weiter und so fort. Wie geht denn deine Freundin damit um, dass du da auch so reinmachst? Boah, außer dass sie die Nase rümpft, eigentlich ganz gut. Na gut, also ihr habt euer Arrangement da und vielleicht, wenn sie so ganz kategorisch nicht Nein gesagt hat, kann da vielleicht noch irgendwas rumkommen. Ja, also ich habe eigentlich die Zeit, ich dränge sie, ich habe am Anfang ziemlich viel drauf gepocht, habe immer gesagt, komm, zieh doch auch mal eine an und irgendwann haben wir das dann geklärt gehabt, sie sagte dann zu mir, ich komme dann in dem Punkt irgendwann ganz alleine auf dich zu. Ah ja, vielleicht. Wenn du mich drängst, dann dauert es noch viel länger. Ja. Und von daher habe ich mir gesagt, okay, entweder kommt sie irgendwann und sagt, kann ich auch mal. Klar. Oder ich muss damit leben und es wird nie passieren. Was machst du vom Beruf, Christian? Ich bin Kraftfahrer. Du bist Kraftfahrer. Fährst du auch schon mal in Windeln Auto? Auch, ja. Auch. Ist halt Kraftfahrer eigentlich ganz praktisch. Stimmt, da braucht man nicht anhalten, ne? Genau. Bist du LKW-Fahrer? Ich bin LKW-Fahrer. Du bist LKW-Fahrer? Mhm. Ja. Ja, du bist ja für dich alleine wahrscheinlich, ne, in deinem LKW-Häuschen. Jawohl. Und kannst dann genüsslich diese Sachen genießen. Richtig. Lieber Christian, ich freue mich, dass du eine Beziehung hast. Das heißt, oftmals führt nämlich so eine sexuelle Leidenschaft, gerade diese, auch in eine Isolation. Und dann ist irgendwie der Spaß so vorbei, finde ich, wenn man sich ganz verkapselt. Aber so ist das ja alles noch relativ normal bei dir. So ist alles noch ganz normal bei mir, ja. Dann wünsche ich, dass es so bleibt und dass es vielleicht sogar noch zur Erfüllung deiner Wünsche kommt. Ja, mal schauen. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war der Christian. Und jetzt kommt der Fabienne. 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ach, eine Frau ist das. Ja. Und ich sag schon der Fabienne. Die Fabienne. Die Fabienne. Schön, dass du da bist. Und was geht's, Fabienne? Mein Vater hat vor 3,5 Jahren seine Lebensgefährtin und sich erschossen. Mhm. Und er hat sich und seine Lebensgefährtin erschossen. Ja. Warum hat er das getan? Weil sie ihn verlassen wollte. Es war einfach so, dass mein Vater ist so bei einer ganz armen Bauernfamilie, also seine Familie war ziemlich arm und er ist da aufgewachsen und er sollte auch irgendwie in der Fabrik arbeiten und es war so ganze, ja halt so Unterschicht und dann hat er sich so von nichts auf alles hochgearbeitet und war am Ende dann so Top-Manager und High-Life und viel Geld und hat alles erreicht, es ist immer noch besser geworden und hat alles das bekommen, was er sich vorgestellt hat und nach jeder Krise wurde es nur immer noch besser und dann plötzlich auf einmal hat er innerhalb von 2 Jahren seinen Job verloren und keinen neuen mehr gefunden. Und dann am Ende wollte sie ihn dann auch noch verlassen, ja. Ja. Hat er den Job verloren? Hatte er nicht genügend Geld schon verdient? Oder ist er auch verarmt gewesen? Nee. Also da war schon genug Geld da. Da war Geld da, aber eben das Ansehen war weg, er hatte keinen Job mehr. Genau. Und dann wollte seine Lebensgefährtin ihn auch noch verlassen. Das auch noch. Das hat er nicht verkraftet. Genau, anscheinend nicht, ja. Dann hat er sie erschossen und dann sich. In einem Atemzug quasi. Nee, also eigentlich ziemlich ziemlich ausgetüftelt noch und eigentlich ziemlich geplant. Und es war so, dass er das hat mir einfach die Kripo so erzählt, dass er die Waffe halt geholt hat im unteren Stock. Es waren 3 Stöcke im untersten Stock und dann ist er in den mittleren gegangen und hat da die Tür abgeschlossen, hat den Schlüssel aus dem Fenster geworfen, ist im obersten Stock, wo sie schon halt im Bett lag, hat sie 3-mal im Bauch geschossen, so dass sie nicht gleich
tot war, ist in den mittleren Stock zurückgegangen und hat sich da dann in den Kopf geschossen. Das habe ich nicht verstanden. Sie war oben? Sie war oben, ja. Und er war in dem mittleren Stock? Genau. Und wie hat er sie dann in den Bauch schießen können? Also er ist hochgegangen. Er ist hochgegangen? In den obersten Stock. Mhm. Hat sie da dreimal im Bauch geschossen, mhm. hat sie da liegen gelassen mhm. und ist wieder runter. Ja. Und wieso hat er den Schlüssel aus dem Fenster geworfen? Damit sie dann, weil er ja wusste, dass sie dann nicht gleich tot war, dass sie sich dann nicht halt befreien konnte oder rauskommt aus der Wohnung. Und das war dann auch so. Also sie hat sich noch durch den ganzen oberen Stock in den mittleren Stock runtergeschleppt, versucht aus der Tür rauszukommen und ist da dann vor der Tür verblutet. Warum hat er sie denn, hat er sie bewusst so schwer verletzt und nicht getötet, damit sie noch leiden sollte? Das sagt zumindest die Kripo. Also die Kripo sagt, es ist ein Indiz für Eifersucht, wenn Männer so in Bauchgegend schießen, öfters bei Frauen irgendwie so. Das heißt, diese Frau hat einen ganz, ganz schweren und schlimmen Tod gehabt. Genau. Wohin hat er sich dann geschossen? In den Kopf. In den Kopf. Und er war gleich tot. Genau. Was denkst du über deinen Vater? Das weiß ich nicht. Er hat ja immerhin einen Menschen ermordet. Ja. Und es ist für mich so schwierig, also ich hatte da echt eine riesen Identitätskrise, weil ich auch nicht mehr wusste, irgendwie, ja, ich bin die Tochter von meinem Vater und, und was. War das Verhältnis zwischen dir und ihm gut, oder? Ja. War gut? Ja. Er hat dir auch nicht irgendwas hinterlassen, einen Brief, eine Erklärung? Nee. Gar nichts? Nee. Irgendwann hat man dich damit konfrontiert, mit diesem Grauen? Ja. Ich war in Griechenland im Urlaub. Mhm. Und meine Mutter ist nach Griechenland geflogen, um mir das zu sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch jetzt so im Nachhinein so ziemlich das Problem auch an der Sache, weil es war von Anfang an war es einfach eine Geschichte für mich. Mhm. Es war so völlig irreal und als ich nach Hause gekommen bin, war schon alles irgendwie erledigt. Es hat ausgesehen, als wären sie ausgezogen. Mhm. Und ich habe da so nichts mitgekriegt von all dem und es ist Jetzt ist das Ganze 3,5 Jahre her. Ja. Hat es heute eine stärkere Realität für dich als damals unmittelbar danach? Nicht wirklich. Mhm. Das Einzige, was ich halt spüre, ist, also ich habe seitdem häufiger so Panikattacken. Mhm. Ich habe hab ein Jahr lang gar nichts mehr gemacht. Ich war nur noch zu Hause. Naja. Also eine schwere Auswirkung auf dich. Ja. Und jetzt ist es einfach für mich gerade so schwierig, weil ich bin in eine andere Stadt gezogen. Ich habe keine Geschwister. Mhm. Es gibt momentan gerade niemanden außer meiner Mutter. Mit der habe ich gerade momentan nicht so viel Kontakt, mit dem ich ein bisschen reden kann und sagen kann, ja, weißt du noch, als das und das, als wir das gemacht haben. Und niemand hier kennt mein Teil dieser Vergangenheit. Also ich erzähle es den Leuten schon, aber sie wissen nicht, was... Am Anfang oder vielleicht auch heute? Die Frage bezieht sich auf alle Zeiten, auf damals und auch auf heute. Ja. Was ist stärker? Die Trauer um den Vater, dass der Vater weg ist? Oder die Empörung oder vielleicht auch den Zorn, dass er das gemacht hat? Er hat ja das Leben eines anderen Menschen vernichtet und sein Leben vernichtet. Was überwiegt mehr? Ich glaube, die Trauer. Das heißt, es gibt, wenn vielleicht auch ganz irrational begründet, ein Vergeben in dir, deinem Vater gegenüber. Ich glaube schon, ja. Aber du bist traurig, einfach, dass er nicht da ist mehr. Ja. Denkst du ihn dir in seiner Endphase als jemand, der in einer großen Notsituation war? Ja, ich war auch die Einzige, die zu meiner Mutter gesagt hat, ja, was meinst du, es gäbe die Möglichkeit, dass er sich umbringt? Mhm. Und weil ich solche Angst hatte um meinen Vater, ich habe ihn 2 Wochen vorher
nochmal gesehen und ich wusste einfach, oh, so habe ich ihn noch nie gesehen. Und wie beurteilst du das? Er hätte sicher, wenn er in einer solchen Notsituation emotional dann auch eben war, hätte sich ja auch alleine das Leben nehmen können. Aber er hat ja die Lebensgefährtin noch mitgenommen. Wie bewertest du das? Das ist eben irgendwie so wie der Teil, der irgendwie nicht so richtig, der immer noch nicht real ist für mich. Also es ist auch so, dass ich noch nie auf ihrem Grab war zum Beispiel, obwohl ich sie auch 16 Jahre gekannt habe und sie genauso wichtig war für mich wie mein Vater. Das ist wie ausgeblendet. Für mich ist nur so dieses, mein Vater ist nicht mehr da. Ja, ja. Das ist das Einzige, was ich so wirklich realisiert habe an dieser Geschichte, habe ich das Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass das ist ein Schock und das ist ein Trauma, was so etwas in einem Menschen, also in dir jetzt auch auslöst. Ja. Und da sind auch 3,5 Jahre gar nicht lange, glaube ich. Das ist gar nicht so lange her. Mhm. Und mit derartigen Traumata fertig zu werden, gelingt den wenigsten Menschen. Hast du denn in der Zeit danach oder jetzt in letzter Zeit eine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Ich habe danach versucht, zweimal eine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und habe sie beides mal abgebrochen, weil ich mich unverstanden gefühlt habe und weil mein Problem irgendwie genau war, eben nicht an diese Emotionen ranzukommen und irgendwie nicht diese Gefühle ausdrücken zu können. Und ich hatte wie das Gefühl, die Psychotherapeuten sind auch irgendwie überfordert. Ja, vielleicht war ich einfach bei den Falschen. Ja. Das alte Lied. Ja. Es gibt ja auch so viele, die es nicht können. Ja, vielleicht, ja. Wobei ich in deinem Fall überzeugt bin, dass du das mit einem fachkundigen Menschen machen musst. Ja. Das hat sich jetzt 3,5 Jahre so eingefressen in deine Seele, dieses Unglück. Und du hast wenige Menschen, mit denen du drüber sprechen kannst. Mhm. Und du denkst wahrscheinlich immer im Kreis. Ja. Und immer wieder dasselbe. Und da ist es so wichtig, wenn jemand von außen, wenn der das gut kann, der dich da etwas leitet und gemeinsam überlegt und alles mal wirklich im Detail bespricht. Du hast jetzt bei mir auch angerufen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man ein bisschen weiterkommt. Dass du ein bisschen weiterkommst. Mhm. Auch genau diesen Punkt aufzuarbeiten, dass du diese Frau so ausgeblendet hast. Ja. Das ist ja auch sonderbar. Oder vielleicht auch nicht sonderbar, aber du hast es getan. Ja, das habe ich. Aber du möchtest da ja auch Klarheit drüber kriegen, warum. Und du möchtest vielleicht auch ein normales Verlustempfinden bekommen zu dieser Frau. Ja. Du hast mit der ein einigermaßen gutes Verhältnis gehabt. Ja. Ein gutes total. Verhältnis sogar. Ja, sehr, ja. Das heißt, eigentlich hättest du um sie vielleicht nicht genauso wie um den Vater, aber auch sehr trauern müssen. Sicher sehr trauen, ja. Ja. Also Fabienne, du musst zu einem Psychologen. Du musst zu einem guten, richtig guten Psychologen. Vielleicht sogar zu einem Psychiater, der auch Psychotherapeut ist. Aber du musst eben einen guten suchen. Und da würde ich mich an deiner Stelle, so wie ich das allen Leuten immer sage, und das würde ich bei mir ganz genauso machen, auf mein erstes Grundgefühl verlassen. Das mache ich bei Ärzten auch immer so. Wenn ich da sitze und schon in den ersten 10 Minuten kein gutes Gefühl zu der Person habe, dann gehe ich wieder. Ja. Und das ist bei einem Psychologen ja noch viel, viel, viel wichtiger oder bei einem Psychiater, weil es da um die Seele geht. Ja. Wenn das Bein gebrochen ist, okay, dann soll er das handwerklich zusammenschustern und dann ist es auch gut. Ne? Ja. Fabienne, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück, meine Psychologin. Und dann könnt ihr auch noch einige Dinge besprechen, wie du vielleicht auf die Suche gehen könntest. Okay. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Danke, danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Gero Kuntermann. Morgen heißt unser Thema, wie bereits angekündigt, Transplantation und Organspende. Um 1 beginnt die Sendung hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und ihr könnt natürlich die ganze Nacht und ab sofort auch mailen unter domian@wdr.de. Transplantation und Organspende. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.